Ich wollte noch ein kleines Video machen zum Thema Gaming, was sich auf meinem Kanal ein bisschen verändern soll und warum ich ungerne noch Gaming-Videos machen möchte. Einen wunderschönen guten Abend noch heute in die Runde auf YouTube. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, trotz der späten Stunde oder vielleicht schaltet ihr jetzt auch gerade erst am nächsten Tag ein. Ich wollte noch ein kleines Video machen zum Thema Gaming, was sich auf meinem Kanal ein bisschen verändern soll und warum ich ungerne noch Gaming-Videos machen möchte. Zuallererst hoffe ich, dass die Webcam so in Ordnung ist. Ich weiß, ich bin hier oben ein bisschen abgeschnitten, aber ich denke, das macht jetzt erstmal nichts aus. Es ist, glaube ich, jetzt erstmal gar kein Problem. Wo ich drauf hinaus wollte, ist, dass ich erstmal keine Gaming-Videos mehr machen will. Es hat einfach den Grund, dass ich einfach sehe, dass die meisten Zuschauer auf meinem Kanal einfach mehr die Vlogs feiern, die ich mache, und weniger die Gaming-Videos sich anschauen. Wenn wir jetzt mal in die Statistik reingucken, das ist die Statistik, beziehungsweise das sind die Aufrufe von meinen Gaming-Videos so im Durchschnitt und das sind die Aufrufe von meinen Vlogs so im Durchschnitt. Zu Vlogs gehören also nicht nur jetzt die Videos, wo ich euch mitnehme in, weiß nicht, irgendwo hin, sondern auch die Videos, wo ich einfach nur jetzt zum Beispiel diese One-Taker, wo ich einfach rumlaufe und einfach was erzähle. Also einfach die Videos, wo ich im Real Life bin und euch irgendwas erzähle und euch irgendwas zeige. Und auch wenn mir noch Gaming so viel Spaß macht, glaube ich, macht es keinen Sinn, erstmal so weiterzumachen auf dem Kanal, weil Gaming-Videos sind nicht nur aufnehmen und hochladen, sondern das ist auch schon so ein bisschen verbunden mit Bearbeitung, Schneiden, Rendern und dann hochladen. Und es steckt noch sehr viel hinter YouTube. Also wer ein Video hochlädt und das professionell machen will, der gehört dann noch mit dazu, dass man die Videos in YouTube nochmal bearbeitet mit Endcards und die Tags und Beschreibungen hinzufügen und noch ganz viel im Hintergrund auch, was im Netzwerk und sowas noch passiert, bei Mediakraft und so, da hat man noch zu tun und ja, das lohnt sich da nicht, dieser Aufwand. Klar, Gaming macht mir Spaß, aber ich meine, der ein oder andere möchte vielleicht auch Gaming sehen auf meinem Kanal, aber die meisten wollen eben Vlogs sehen und das muss ich respektieren und klar, ich wollte eigentlich das machen, was mir Spaß macht, aber ich habe auch schon festgestellt, dass ich nicht so spiele am Computer oder nicht so in einem Spiel drin bin, wenn ich aufnehme, wie wenn ich nicht aufnehme. Beispiel, meine KD, ist jetzt wirklich kein Witz, ist bei Battlefield 1 zehnmal besser, wenn ich nicht aufnehme, wie wenn ich aufnehme. Das kann vielleicht daher kommen, dass ich mich beim Aufnehmen sehr beobachtet fühle oder so den Druck habe, ich muss gutes Gameplay zeigen und dann gelingt es natürlich nicht, wenn man diesen Druck hat. Und deswegen, ja, mir ist schon aufgefallen, ich mache viel, viel bessere Gameplays oder ich würde viel, viel bessere Gameplays machen, wenn ich nicht aufnehme, was natürlich keinen Sinn macht, aber so ist es eben. Und so reine Let's Plays zu machen, das ist auch für mich, sage ich mal, nichts, weil ich einfach nicht das Durchhaltevermögen habe, für so ein Spiel komplett durchzuspielen. Bei mir ist es meistens so, ich spiele das Spiel an und so nach 3, 4 Stunden Spielzeit höre ich einfach auf. Deswegen bin ich auch eher so der Multiplayer-Spieler, gerade was Battlefield angeht. Da habe ich jetzt auch mit der Kampagne zwar angefangen, aber spiele doch schon zu 90% nur den Multiplayer. Kampagne habe ich jetzt noch gar nicht weitergespielt. Ich bin auch noch gar nicht so weit. Also was das angeht, fallen Let's Plays dann also auch weg. Jetzt könnte man natürlich sagen, jo, du kannst doch dann Gaming-Zusammenschnitte machen. Heißt, du nimmst auf und einfach die besten Szenen schneidest du dann in ein Video rein. Aber auch das, liebe Freunde, ist ja wieder Aufwand. Und klar, man hat auf YouTube als professioneller YouTuber, sage ich mal, viel Aufwand. Man will ja den Zuschauern gute Videos bieten. Aber wenn dann die nötige Rezension bzw. das nötige Feedback nicht zurückkommt, also sprich nur 5 Leute die Videos anschauen, dann lohnt sich das einfach nicht und dann denkt man auch nach, sollte ich vielleicht damit aufhören mit Gaming auf YouTube? Und zu dem Entschluss bin ich halt gekommen und ich dachte mir, yo, ich höre einfach mit Gaming fürs erste Mal auf und mach vielleicht erstmal nur Vlogs. Ich habe auch so ein bisschen überlegt, vielleicht Vlogs und Gaming in einem zu kombinieren. Ich habe bis jetzt noch keinen so richtig guten Weg gefunden, das zu kombinieren, weil einfach die ganzen Wege, die ich gefunden hatte, entweder auf Dauer überhaupt nicht sinnvoll gewesen wären oder auch überhaupt nicht unterhaltsam gewesen wären.
Von daher würde das dann auch wegfallen. Und deswegen, liebe Freunde, machen wir erstmal nur Vlogs bzw. Real-Life-Videos. Und vielleicht spiele ich auch mal, dann aber nur im Livestream. Sprich, ich mache einen Livestream auf YouTube und da spiele ich dann auch mal irgendwelche Spiele wie Minecraft, Battlefield und so. Aber ansonsten, was jetzt die reinen Videos, die ich hochlade, angeht, möchte ich erstmal nur Vlogs machen, wo ich über mein Leben rede, wo ich über bestimmte Themen rede, die gerade so angesagt sind oder die mir einfach so in den Kopf fallen. Meistens ist es so, dass ich dann abends im Zug sitze und, also auf dem Heimweg im Zug sitze und dann einfach mir irgendein Thema in den Kopf kommt oder ich bin in Facebook auf dem Handy oder so und finde irgendein Thema, wo ich denke, Alter, das, was ist das für ein geiles Thema oder was ist das für ein absurdes Thema oder so, ja, es kann alles mögliche sein. Und dann denkt man sich so, man könnte darüber voll das gute Video machen, weil man einfach dazu so mega viel zu sagen hätte. Und ich, genau das mache ich jetzt, glaube ich. Das einzige Problem ist jetzt momentan nur, ich weiß nicht, ob ich das täglich schaffen werde, weil ich einfach nicht täglich was zu sagen habe, beziehungsweise auch nicht täglich ein Thema habe. Deswegen müssen wir mal schauen, wie das Ganze läuft. Ihr habt es gemerkt, die letzten Tage oder letzten zwei oder drei Tage kam jetzt auch kein Video mehr. Einfach, weil es keine Themen gab, über die ich reden wollte. Ich möchte nicht so einer sein, der eben über jeden Bullshit redet, nur damit es Klicks generiert, weil gerade dieses eine Thema in den Trends ist und deswegen muss ich das auch tun, damit ich Klicks bekomme und was weiß ich. Genau das will ich nämlich nicht tun, weil ich will über das reden, was ich persönlich interessant finde. Und was ich persönlich, wo ich persönlich was zu sagen habe, darüber will ich reden und nicht über irgendwas, wo gerade die meisten Menschen auf YouTube interessant finden und dadurch Klicks generieren. Und wenn ich sage, die meisten interessant finden, ist das auch nur so, weil die größeren YouTuber das alles so ein bisschen pushen und dadurch dann auch natürlich die ganzen Fans das interessant finden, zwangshaft interessant finden. Und da möchte ich nicht mitziehen, sondern ich möchte das machen, was mir gefällt. Und ja, jetzt wisst ihr zumindest so ein bisschen den aktuellen Stand vom Kanal. Wie gesagt, ich nehme euch jetzt immer so ein bisschen mit in meinem Leben, mit Vlogs und auch mit Themen, die wir bereden können. Und ja, mal schauen, was auf uns so zukommt. Vielleicht finden wir sogar ein Format, das dann an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Uhrzeit immer kommen kann. Mal schauen, was sich ergibt. Ich meine, es kann sich so viel ergeben. Der Kanal ist sozusagen noch jung, ja, wir haben noch so viel Zeit, irgendwas zu machen und ich bin auch noch jung, ich habe auch noch so viel Zeit, um irgendwas zu machen. Ich glaube, das, was jetzt kommt, ist erstmal meine Prüfung, ja, meine Abschlussprüfung, dass ich die gut hinbekomme und da kommen dann vielleicht noch ein paar Videos davor, aber dann nach meiner Abschlussprüfung, wenn ich dann wirklich komplett aus der Ausbildung raus bin sozusagen und normal arbeiten gehe, dann glaube ich, habe ich auch ein bisschen mehr Zeit, um mir Gedanken darüber zu machen, welche Formate kann man bringen, wann und was kann man da machen. Und jetzt sind meine Gedanken erstmal in der Ausbildung, in der Abschlussprüfung und die werde ich jetzt versuchen gut zu meistern. Und bis dahin kommen auch Videos, aber wie gesagt, erst richtig los geht's dann nach meiner Abschlussprüfung. So, jetzt habe ich genug geredet, glaube ich. Jetzt muss es auch mal ein Ende geben. Deswegen wünsche ich euch jetzt noch einen super schönen Tag, Abend, Nacht. Keine Ahnung, wann ihr das Video anschaut. Und ich gehe jetzt noch ein bisschen Fernsehen gucken. Haut da rein, bis dann, ciao.